Nein, verdammt! Ach, Götter, das brennt! Geht aus, verdammte Flammen, geht aus! Das sollte den Griff Athens um diese Region lockern. Thank you.
Krüger, Krüger und noch mehr Krüger. Hier ist nichts zu sehen. Pisas.
voran. Auf jeden Fall was im Busch. Warum stirbst du nicht? Ruhe im Frieden. Wir stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Angriff! Ja!
mich dann. Verschwinde hier! Thank you.
darfst hier wirklich nicht. Ich preise den Gott, der dich sandte. Sie hätten mich gefressen, wärst du nicht gewesen. Die hätten dich schon nicht gefressen. Aber sie hätten mich sicher umgebracht, also danke. Ich bin stets zu Diensten, wenn ich helfen kann. Die Welt braucht mehr von deinem Schlag, besonders zur Zeit. Periglas schickt mich.
Er sorgte sich um dich. Wirst du oft gefesselt und von Schlangen umzingelt? Das ist ganz und gar nicht lustig. Schläger brachen in mein Haus ein, zerrten mich her, fesselten mich und umgaben mich mit diesen grausigen Kreaturen. Man muss sie aufhalten. Die Schlangen? Die Schläger! Ich spüre sie auf, Metiochos. Keine Sorge. Die Lage ist äußerst angespannt. Wenn das so weitergeht, bringen wir uns hier gegenseitig um, bevor die Spartaner die Mauer durchbrechen. Das muss der Teil von Athen sein, auf den Perikles unmöglich stolz sein kann. Schlangen, wie jene, die Metiochos umbringen sollten. Schlangenbisse. Die Leiche wurde versteckt. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Tod ein Unfall war. Es sieht ganz danach aus, als hätten Metiochos Angreifer Hintermänner gehabt. Das muss das Haus von Metiochos Angreifern sein. Doch der Brief beweist, dass sie nur jemandes Werkzeug waren. Nur wessen? Warum verdammt schnüffelst du hier um mein Haus herum? Ihr habt Metiochos angegriffen. Ich fand die Schlangen, den Brief eures Freundes und eine Leiche. Alles hier. Ach, armer Aktis. Wir kannten das Risiko. Ohne Blutvergießen kann es keine Veränderung geben. Ich weiß, dass euch jemand diese Schlangen gegeben hat, damit ihr die Drecksarbeit erledigt. Ich will wissen, wer. Er ist der wahre Held von Athen. Perikles Handlanger werden ihn nicht aufhalten. Sagt mir, was ich wissen will, sonst strecke ich euch nieder. Euer Anliegen wird vergessen, genau wie ihr. Schon gut, schon gut. Sein Lager ist direkt vor der Mauer. Dort verkauft er die Schlangen. Es ist nicht zu spät, etwas zu verändern. Doch das geht nur gemeinsam. Vielleicht hast du recht. Du hättest uns nicht verschonen müssen. Doch wo fangen wir an? Beginnt hier. Hier ist euer Zuhause. Vergesst die Politiker und konzentriert euch darauf, was ihr hier tun könnt. Danke. Wir versuchen es. Ich muss Athen von dem Schlangenhändler befreien.